Mögt ihr nichts Buntes? Oh, na, da bin ich jetzt aber überrascht. Ach so, doch, ihr mögt Buntes. Na, dann seid ihr hier richtig. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Ab ins Bett. Heute mit der 1130. Gute-Nacht-Geschichte am Freitagabend. Ich bin Marco. Und ich habe das vorletzte Mal den Hinweis für euch für den Ab ins Bett Adventskalender. Den gibt es noch bis Ende September, also noch bis morgen zum Vorbestellen. Und nur noch bis morgen. Sichert euch also die Pupsi Weihnachtsgeschichte 2023. Und zwar in 24 Teilen, hinter jedem Türchen eine neue Geschichte vom kleinen süßen Elefant. Und nur noch bis morgen mit Rabatt. Ach so, wo gibt's denn das Ganze? Nur auf abinsbett.net. Seid ihr bereit zum Recken und Strecken? Dann lasst uns beginnen. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Haltet das ein klein wenig. Und wenn ihr das gemacht habt, lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1130. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 29. September. Ronja und der bunte Regenbogen. Ronja ist ein ganz normales Mädchen. Ronja freut sich auf den Frühling und noch mehr auf den Sommer. Im Sommer mag es Ronja am liebsten, wenn es regnet und wenn sich nach dem Regenschauer ein schöner, strahlender, bunter Regenbogen am Himmel zeigt. Im Winter gibt es das nicht so häufig. Im Winter gibt es ja manchmal auch Schnee und dann eben kein Regenbogen. Und im Winter scheint auch nicht so häufig die Sonne. Und daher gibt es die Regenbögen im Sommer häufiger als im Winter. Die Zeit bis dahin kann Ronja gar nicht mehr abwarten. Regenbögen sind nämlich etwas ganz besonders Schönes. So ein Naturspektakel, das es nur am Himmel zu sehen gibt. Wie wäre es aber, wenn man einen Regenbogen im Zimmer hätte? Das wäre toll. Ronja überlegt sich, wie das gehen soll. Ein Regenbogen in ihrem Zimmer. Dazu bräuchte sie eine Sonne in ihrem Zimmer und Wolken, die für den Regen sorgen. Doch wie soll sie das machen? Sie hat gar keine Idee. Und wäre das so gut, wenn es in ihrem Zimmer ständig regnen würde? Der Regen würde den Fußboden nass machen. Und sie könnte gar nicht mehr am Boden spielen. Und die Sonne in ihrem Zimmer wäre wahrscheinlich so heiß, dass ihr Lieblingsspielzeug verbrennen würde oder Schaden nehmen könnte. Das wird wohl nichts mit einem Regenbogen im Zimmer. Schade eigentlich, denkt sich Ronja. Es wäre doch so schön, wenn sie in ihrem Bett liegt und dann ein Regenbogen quer durch ihr Zimmer ginge. Dann hätte sie dieses Naturspektakel direkt vor ihren Augen. Und sie könnte endlich herausfinden, was am Ende des Regenbogens zu finden ist. Kurz vor dem Einschlafen hat sie eine Idee. Wenn der Regenbogen nicht von alleine in mein Zimmer kommt, dann muss ich etwas dafür tun. Dann bastel ich mir meinen eigenen Regenbogen. Im Nu holt sie ihren Farbkasten aus den Schulranzen. Und damit beginnt sie nun, einen Regenbogen zu malen, so wie er richtig schön ist, so wie sie sich ihn vorstellt. Die gemalten Blätter hängt sie an der Decke auf. Das ist nicht ganz einfach, denn am Ende soll es ja wirklich aussehen wie ein Regenbogen. Basteln und Malen macht Ronja zum Glück viel Spaß.
Sie hat große Freude dran, Blatt um Blatt anzumalen, um einen riesigen Regenbogen zu produzieren. Als Ronja in der Nacht ihre Augen öffnet und sich ihren Regenbogen anschaut, fällt ihr auf, dass der sich etwas verändert hat. Er sieht gar nicht mehr aus wie gebastelt und gemalt. Er sieht aus wie ein echter Regenbogen. Ronja freut sich, dass sie nun so ein Naturspektakel auch in ihrem Zimmer hat. Im Winter, im Frühling, im Sommer und im Herbst. Jeden Tag. Das macht Ronja glücklich. Und Ronja weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. abinsbett.net. Träum was Schönes. Thank you.